Willkommen zurück zu Dark Parables Rapunzels Gesang und meine Katze Lilly. Sag kurz Hallo. So. Ja, mein Schatz. So. Die geht wieder. Die weiß, ich nehme jetzt auf. Oh, und damit geht's weiter. Ja. Irgendwas war mit dem Armreif noch hier in der Kiste. Wer die Geschichte kennt, weiß, was passiert, wenn man sich an der Spindel sticht. Sollen wir uns jetzt an der Spindel stechen? Oh, das waren... Das habe ich gleich erkannt, dass da ein Chamäleon-Objekt ist. Habe ich natürlich gesehen. Und jetzt haben wir was zum Lesen. Von einer bösen Fee. Verflucht fiel sie in einen tiefen Schlummer. Einem tapferen Prinzen gelang es, das verwunschene Schloss vorzudringen. Doch sein Kuss war nicht ein Kuss der Liebe. Und Don Röschen schlief reglos weiter in der Hoffnung, im Laufe der Zeit den Fluch brechen zu können. Schirmten die Feen den Fluch für 1000 Jahre ab. Doch dadurch unterdrückten sie auch die Kräfte, die in Don Röschen schlummerten. Die Jahre und Jahrzehnte vergingen, Dornröschen lag allein in ihrem Schloss, von allen vergessen. Die Geschichte Dornröschens, das arme Mädchen verlor so viele Jahre aufgrund des Fluchs. Kann ich denn jetzt hier so... Das kann man einfach nur lesen. Ich habe da übrigens... Im Moment sehe ich gerade meine Uhrzeit da oben. Ich hoffe, die ist nicht in der Aufnahme. Wenn ja, dann sorry. Ich fummel da im Moment immer ein bisschen rum an den Einstellungen, vor allem jetzt wegen dem... Weil ich die Kamera auch nach unten gemacht habe und so. Aber ich glaube, die ist jetzt ganz gut. Liegt genau richtig jetzt unterm Text, super. Das Symbol der Göttin scheint sich auf das Gleichgewicht von Leben und Tod zu beziehen. Aha, ja. Gut. Dann gehe ich jetzt wieder. My village was attacked ja, by the pollen das hast as well. Du schon erzählt. When I met Prince Ross, he said he knew it's... So, ich gehe jetzt mal nochmal hier hin. Vielleicht kann man hier nochmal was einsammeln. Ohne die Macht seiner Patronen verwelken, verkümmert das... Okay, Patronen. Zahnrad, Sonne, Dornröschen-Kamee. Nee. Bronze-Kamee. Diese Kamee passt woanders besser. Wir können ja auch nochmal ganz zurück bestimmt. Na genau, hier vielleicht eher was einsetzen. Es wird der Pfad zum Turm. Offenbart hat jeder meint ein Blümlein im Haar. Noch habe ich kein Blümlein. Das kann ich noch nicht wegschaufeln. Da fehlt mir der Schlüssel. Tja, dann doch woanders. Kann ich das nicht einfach einsetzen? Habe ich das nicht schon gemacht? Ich sehe doch schon, was darunter ist. Da kann ich doch bestimmt was reinlegen. Zahnrad, Sonne, irgendwas anderes. Dann will ich mal einen Tipp, wo ich hin soll. Och Mann, immer übersehe ich hier doch noch Sachen. Voll doof. Was habe ich bekommen? Smaragdarmreif. Ein Kristall könnte hier gerade so hineinpassen. Gerade so. So, und damit kommt ein nächstes Spiel. Malili, du machst keinen Unsinn. Ich bin ja auch ganz freundlich zu meiner Katze. Obwohl die nicht immer das tut, was sie tun sollte. Drehe die Felder, bis die gleichen Abbildungen aneinander liegen. Steht hier. Das ist natürlich heavy jetzt hier. Dann müsste da wieder der Mond hin. Das ist doch alles. Guck mal, hier ist zum Beispiel gar kein Mond. Das heißt, da muss eine Sonne oder eine Blume hin. Je nachdem. Ich mach mal so. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Eine Blume könnte man da machen. Dann mache ich mal hier den Mond hin. Sonne, Mond und Sterne. Hier muss dann eine Blume hin. Da muss dann ein Mond hin. Da geht auch ein Mond. Da geht noch was. Mond. Vielleicht so lieber? Lieber so? Guck mal, das ist doch... Das blitzt und blinkt doch wie verrückt. Das muss doch gehen. Du machst keinen Unsinn da. Weh, du machst da Unsinn. Ja, okay. Das ist alles noch in Ordnung. Was ist denn jetzt hier nicht in Ordnung? Hier der obere in der Ecke. Die gehen doch alle jetzt. Ist doch alles voll schön. Muss ich mich irgendwie am Rand orientieren oder was? So? Dreh die, bis die gleichen Abbildungen aneinander liegen. Ja, tun sie doch jetzt, oder nicht? Nicht? Glitzert doch überall. Und am Rand kann ich doch nicht viel machen. Aber guck mal, da glitzert das überall. Hier nicht. Da nicht. Warum nicht?
Jetzt glitzert das hier auch überall. Also ist es so besser irgendwie oder was? Ja, dann mache ich mal so. Dann stimmt hier noch was nicht. Aha. Okay. Ja, das funkelt irgendwie nicht immer an allen Stellen scheinbar. Deswegen mache ich mal so. Ich muss das hier anscheinend noch ändern. Ja, das funkelt. Wunderbar, funkel mal weiter. Ah, toll, ne? Es muss einfach glitzern und funkeln. Auszeichnung erhalten, schon wieder. Die Horrorpflanze mochte das Licht wohl nicht. Meine Katze hat sich hingelegt aufs Bett, das ist gut. So. Es heißt, man muss eine Menge Frösche küssen, bevor man seinen Prinzen findet. Ist an der Statue irgendwie irgendwann ein Mechanismus, der das Kästchen öffnet? Bestimmt muss ich hier den Frosch hinsetzen. Oh, und jetzt küsst sie den. Schnuckelig. Orchideenbrosche und Rapunzel 3 von 4. Dann können wir ja bald schon was lesen. Mensch, das geht ja hier. Rucki-zucki. So, das ist wieder so ein Armreif. Und war doch hier noch nicht so... Das sollte nur noch schöner werden. Reicht das? Ja, das reicht. Der Segen der Göttin Flora schenkt mir ewiges Leben, doch durch meinen langen Schlaf bin ich etwas orientierungslos. Vielleicht finde ich dennoch eine sinnvolle Beschäftigung und kann die Macht, die sie mir verliehen, nutzen. Dornröschen muss dieses Tagebuch hinterlassen haben, bevor sie sich den Schwestern anschloss. Ja. Dann nehmen wir nochmal das mit. Und jetzt habe ich... Oh nein, ich darf nicht durch. Was für ein Anblick, als würden die Blumen nur ihr zuliebe blühen. Ich dachte schon, jetzt passiert wieder was Schlimmes, aber nein. Die Rosen fangen an zu blühen. Oh, ist das schön. Dann fängt die Musik auch wieder an. So, und jetzt kriegen die nämlich ihre Blumen ins Haar. Da kann man da durch. Kapitel 2 schon. Mein Gott. So, noch so der Kelch hier. Und noch ein Buch. Die verzauberte Bohnenranke erlaubt mir, in den Turm zu gelangen und Bella zu besuchen. Zur Sicherheit verstecke ich die Bohne in meiner Spieldose. Sie ist etwa Rapunzels Tagebuch. Diese Bella muss ihr viel bedeutet haben. Okay. Do you see that up there, Detective? I think we can access the tower through this gate. Aufgabe aktualisiert. So, dann schauen wir uns mal hier um. Da ist noch ein Schlüssel. Ach, der Hasenschlüssel. Dann können wir durch das... durch die Tür. Hier fehlt auf jeden Fall ein Zahnrad. Pass auf, ich habe sogar eins. So. Na? Geil. Diese eigenartigen Blumen verleihen den Raum einen überirdischen Glanz. Ja, noch was hier? Hm? Ich sollte zunächst die Spinnenweben beseitigen. Habe ich denn noch mein cooles Messer oder so? Oder was anderes? Dort könnte ich etwas pflanzen. Okay. Dann mal den hier Hasenschlüssel rein, wenn wir schon mal dabei sind. Was für ein starker Geruch ist das? Moment, da sitzen zwei Mädchen. Was war das denn? Oder was war denn das? Ich sollte die Schaukel genauer untersuchen. Mach ich. Bin dabei. In die Spieldose gehören zwei Porzellantänzerinnen. Eine habe ich schon mal. Was war das? Eine Klinke? Es ist meiner armen Schwester nicht gestattet, den Turm zu verlassen. Doch Bella und ich haben ein Geheimnis. In unserem versteckten Garten kann sie den Sonnenschein genießen und niemand wird etwas bemerken. Ich habe die Zauberbohnen versteckt, damit niemand etwas über meine heimlichen Besuche herausfindet. Aha. Das ist Rapunzel als kleines Mädchen, doch das Gesicht des anderen Kindes ist nicht mehr zu erkennen. Ja. Durfte die dann schon als Kind nicht aus dem Turm? Nee, klar. Schneewittchen und der Feuerprinz und noch irgendwas anderes. Das, wer waren diese Kinder? Das Mädchen schien mich zu sehen. Aber irgendwie tolle Idee schon wieder. Ja. Jetzt sammle ich auch nochmal ein. Staubwedel, jetzt können wir da den Dreck endlich wegmachen. An diesem Laternenpfahl sind Bärenembleme angebracht. Bärenembleme. Okay. Voll schön. Violante, Königin von Floralia. Sie soll für immer in unseren Herzen wohnen.
Mir würden da schon ein paar Wünsche einfallen. Das ist ein Wunschbrunnen. Dieses Potpourri duftet extrem stark. Habe ich diesen Blumen etwa mein... Was? Habe ich diesen Blumen meine Halluzination zu verdanken? Ein Denkmal für die violette Glockenblume. Nur dank dieser Pflanze überstand unsere geliebte Königin die Schwangerschaft. Kein Wunder, dass die Wahl bei Rapunzel auf die Glockenblume fiel. Ja, kein Wunder. Das Wasser hat den Schmutz weggespült und darunter war eine Truhe verborgen. Auf der toten Seite des Baumes fehlt ein Knauf. Ich hab doch so ein... Genau. Es fehlt aber noch einer. Und der Schmutz ist jetzt weg. Und wir können was wimmeln. Juhu, wimmeln. Mit der schönen Musik wieder hier. Jetzt mal gucken, ich gehe jetzt genau in die Ecken im Hintergrund hier. Ich will mich nicht verarschen. Ach ja. So, ich finde schon wieder hier nichts. Ich muss mal... Oh Gott, ganz viele von diesen kleinen... Wieder und das da. Das da. Ich muss meinen Blick, meine Sichtweise mal ändern, um die Dinge zu finden hier. Oh, es ist so kalt hier irgendwie gerade. Da, die kleine Blume da, das ganz gemein hier gemacht. Hab das schon gesehen. Und diese kleinen grünen Efeu-Dinger, das ist aber auch schwierig, das hier. Und eine kleine lila Rose da, die da. Das hier an der Seite. Gut, dass das Bild nicht einfrieren kann, weil ich habe jetzt echt viel rumgeklickt. Wie blöd. Da ist das Ding, was ich suche. Und dann suche ich noch diese Scheibe. Und ich suche immer noch diese kleine, meine Rose. Wo ist sie jetzt denn? Oh, hier drinne, das ist ja gemein. Oh, ist das so nicht fall voll drauf rein, ne? Blumenmedaillon. Was können wir denn mal tun? Nee, das gehört da nicht rein. Das hier vielleicht? Mit dem Staubwedel. Erstmal sauber machen. Hier müsste ein Behälter mit Blumen stehen. Kelch der Ranken? Ah. Evola, Blume und Steinblume, Rose und die violette Tänzerin. Na Mensch, dann gehen wir da mal nochmal hin jetzt. Nee, das will ich. Will ich gar nicht. Aber kann ich das hier nehmen? Ja, kann ich. Habe ich übersehen. Neue Parade. Oh. Cool, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist die jetzt fertig? Schon die erste ist fertig. Geil. There once lived a queen of a mountain kingdom, the beautiful Violante. She was much beloved by her people, but fragile and of ill health. One day, she discovered she was pregnant. Anxious for the baby's health, Violante would consume a medicinal potion every day. The baby arrived safely, a girl with beautiful golden hair. But weak from childbirth, Violante soon passed away. The kingdom mourned for the loss of their queen. Moved by their grief and seeing trouble brewing within their midst, their patron goddess blessed the small princess with a gift. Within the princess would be the power of restoration, enhanced as her hair grew ever longer, and this healing touch could be bestowed upon others with little more than a song. The princess grew to be the very image of her mother, a lovely, kind-hearted girl. With the goddess's blessing, the princess was named Rapunzel. Wie schön. Unsere erste Parabel. Do you see that up there, Detective? I think we can access the tower through this gate. Ich muss irgendwie an die Luke gelangen und mich nach dem Schlüssel umsehen. Frisches Wasser, wie erquickend. Ich bringe jetzt mal erstmal hier diese Statue darauf. Diese kleine Schatulle. Musikbox. Ich muss die Spieldose aufziehen. Womit kann ich das denn mal machen? Ich habe ja noch gar keinen Schlüssel dafür, oder? Traurige Maske, Blumenmedaillon. Kann ich Blumenmedaillon? Nein, kann ich nicht. Was soll hier gehen? Wo soll ich hin? Da hin. Okay. Das Symbol eines halbblühenden Baumes bestimmt. Ja, da. Ich nochmal hier überall rum, wo ich was... Ach, ein Parabel.
Habe ich gesehen. Chamäleon meine ich, genau. Ach ja, hier könnte ich nochmal. Froschkönig in Siedne. Da, geil. Elise gab ihre Macht und Unsterblichkeit für ihren Liebsten auf, doch es brachte ihnen nur Unglück. Wahre Liebe überwindet alle Hindernisse. Oder fast alle? Ja, vielleicht. Man kann ihre Zuneigung förmlich spüren. Was ist mit den Fröschen jetzt hier? Ich kann den Schlüssel nicht herausziehen. Wie kann ich das Maul des Frosches öffnen? Erstmal nehmen. Diese Dinger sind wirklich überall. Ey, fleischfressendes Vieh. Was? Staubwedel. So geht das nicht. Was kann ich denn mit dem mal machen? Ja, das lese ich gleich, wenn ein bisschen mehr Ruhe ist. Jetzt muss ich wohl eine weniger sanfte Methode finden. Gibt es eine Möglichkeit, die Kreatur mit Feuer zu vertreiben? Feuer? Da muss ich aber woanders hingehen, oder? Wo kann ich denn Feuer holen? Hm. Ah, ist das toll. Wo lässt sich denn mal Feuer holen? Kann ich hier die Laterne hinhängen? So, weil hier hängt doch auch eine. Nee. Bärenlaterne. Vielleicht in die Mitte? Ja, okay. Sie sollen doch schon hin. Dann gehört da noch eine Efeu-Laterne in Elises Kamee, Blumenmedaillon, traurige Maske, Kleeblatt, Platte, Staubwedel, Dornröschen-Kamee, Rapunzel-Kamee. Man sollte ja ganz... Ach, ich kann ja nicht. Ich kann ja gar nicht zurück. Stimmt. Kann ich das hier vielleicht mit dem Staubwedel mal wegmachen? Ist bestimmt, ne? Ah. Die Göttin sucht das Gleichgewicht der Kräfte der Natur. Ihre Gabe kann Segen oder Fluch sein. Streichhölzer. Jetzt kann ich Feuer machen. Wo mag das passende Gegenstück sein? Erstmal kann ich das da noch reinsetzen. Das habe ich jetzt. Und bekomme die andere Laterne, eine Krone. Und was zum Lesen. Der Eingang durch die Decke ist stets verschlossen. Doch ich habe es geschafft. Mir eine Kopie des Schlüssels zu besorgen. Nur so kann ich Bella besuchen. Niemand darf den Schlüssel finden. Und der ist in der Froschstatue. Alles klar. Weißt du Bescheid. Warte mal. Kann ich noch was anderes einsammeln? Die Blume? Parabelkram? Nein. Gott. Dann gehen wir mal zu den Fröschen wieder. Nee, das war ja gar nicht hier. Wo sind denn nochmal Fröschis? Seid ihr nochmal? Komm schon wieder ganz durcheinander hier. Da. Frösche. So, Feuer machen. Scheint nicht richtig zu sein. Wo kann ich das denn mal... anzünden. Hm. Kann ich das denn anzünden? Diese Buntglasfenster erzählen die Geschichte. Kann ich das da oben? Kann ja nichts kombinieren, deswegen bin ich jetzt irgendwie... Ich soll hier gar nicht hin. Nicht? Die mögen doch... Nee, mach mal Feuer. Ja, dann gebe ich mal erstmal die Laterne daran. So. Vielleicht hilft mir das ja. Darf ich zum Beispiel ein Spiel spielen? Oh, was zum Bloppen. Hier so ein Bällchen. Neige die Blätter um, um die Perlen in die richtige Flasche zu füllen. Oh, ist das süß. Und dann muss der doch, damit er in den roten kommt. So, und dann geht der da. Nein, er ist weggeploppt. Oh nein. Das war falsch. Kannst du mal runter und... Ja, okay. Geh nochmal dahin. Der muss eigentlich einen orangenen. Kriege ich den blauen denn mal da weg? Ach, guck mal, hier kann ich doch auch. Hier oben. Das hilft mir bestimmt eher. Nee, das war auch blöd. Menno! Ich will den... Krieg ich... Kann doch... Ah, ich kann die Blätter... Ich drücke immer in die Mitte oder so, denke ich, die ganze Zeit. Okay, warte. Kann ich das ja noch lenken? Nach links. Ne? Genau. Jetzt habe ich rot-blau, jetzt brauche ich orange. Das ist ja kein Problem jetzt, oder? So, jetzt den rechten. Zack, ist es drinne. Da fehlt aber noch was. Habe ich hier noch mehr kann? Orange, rot. Was wollt ihr noch? Noch mehr? Soll ich das jetzt die ganze Zeit machen? Das war ein Orange, ne? Oh, ich dachte, das wäre
roter. Zack. Oh, kriegst jetzt noch einen. Ach, das muss ich immer mehr füllen. Ich verstehe. Gut, dann mache ich jetzt erstmal einen fertig. Mache mal den roten hier in der Mitte. Ja, den kriege ich dann nicht rüber. Nee, das ist doof. Blaue muss ganz weit rüber. So. Genau, damit sich das ordentlich füllt hier. Und der geht kaputt, weil da eine andere Farbe drin ist. Der rote ist jetzt deswegen verschwunden. Das ist ja doof. Das Rot jetzt langsam mal durch. Orange haben wir noch gar nicht. Das muss jetzt nochmal gemacht werden hier. Ja, den blauen kriege ich nicht weg. Was mache ich denn jetzt? Blau. Blau ist fertig, alles klar. Schade, dass der eine den anderen nicht ersetzt. Ist irgendwie besser. Jetzt ist der wieder alle. Oh Mann. Ja, dann muss ich jetzt rot auch nochmal machen, weil ich habe hier die Tropfen ganz unten gehabt. Das ist ja blöde. Ich geh mal weg. Genau, wenn die an die Seiten gehen, ich glaube, dann kann man es noch wenigstens retten. Wunderbar, hier voll dahin gekullert. Zack, rein. Ein Übersprung, das muss man ja auch erstmal schaffen. Zack. Rot haben wir gleich. Wunderbar. So, das nehme ich jetzt zu. Da kann auch keiner jetzt mehr ran. Na, habt ihr nämlich Pech gehabt hier. Habt ihr euch so gedacht, dass ihr mir das jetzt zerstört wieder. Ich glaube, ich muss mal hier von der Seite. Das ist ein roter, den brauche ich nicht. Hier haben wir einen orangenen, der ist super. Den kriegen wir rein. So. Und rein. Oh, ist das nicht toll, so Farbkugeln rumpitschern. So, noch ein orangener. Oh, ist okay, herrlich. Sputsch, 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 sputsch. Yay. Auszeichnung erhalten. Ich muss sie anzünden. Und dann kann ich nämlich auch das Vieh besiegen. Ich habe es doch gewusst. So, dann gehen wir da mal hin. Nein, das war nicht hier. Das war hier. Zack. Bam. So Lara Croft mäßig. Was für eine Verschwendung, aber da ließ sich nichts machen. Als Elise den Froschkönig traf, ein Mann, der dazu verdammt war, als einsamer Frosch sein Dasein zu fristen, erfüllte sie großes Mitleid und opferte ihm ihre Unsterblichkeit, damit er seine menschliche Gestalt wieder erhielt. Doch als sie starb, schwand auch ein Teil ihrer Gabe und der Fluch verwandelte den Königssohn wieder in einen Frosch. Unsterblich und verflucht verwandelte er sich zu einem Mann. Wenn ein Mädchen ihn liebte, doch musste den Tod einer jeden neuen Liebe mit ansehen, doch nicht nur er selbst war von dem schrecklichen Fluch betroffen. Durch seine Berührung wurden alle zu Fröschen und er war ein einsamer als je zuvor. Elise wollte den Königssohn retten, doch verurteilte ihn unwissentlich zu einem Kreis ewig hoffnungsloser Liebe. Och, das ist traurig. Schade, dass man die Federn nicht... Ja, können wir Krone geben oder so? Krone, Krone, der Frosch. Der Frosch. Krone. Mach deinen Mund auf. Den Schlüssel haben kann. Falltürschlüssel. Und jetzt blüht nämlich auch alles, weil wir das jetzt hier quasi fertig haben. Das Gewächshaus sieht schon viel besser aus. Ein schöner Anblick. Ich finde das toll, wie sich dann alles so verwandelt. Oh, ich liebe sowas. Ach, ja. Falltürschlüssel. Ich muss irgendwie an die Luke lang und mich nach dem Schlüssel. Den haben wir doch jetzt. Können wir den ihr vielleicht geben? Do you see that up there, Detective? I think we can access the tower through this gate. Wir sollen da was pflanzen, dann kommen wir nach oben und dann haben wir den Schlüssel oder was? Ich glaub schon. Ja, den Schlüssel haben wir jetzt, aber wir müssen auch rankommen. Weißt du? So, irgendwas gibt's hier oder nicht? Königreich Floralia.
Ah, ist das schön. So, ich muss hier ganz woanders hin, wie es scheint. Ich muss nochmal zurück. Oder hier hin. Da fehlt uns noch der Hebel. Vielleicht nochmal hier. Weil hier blüht ja alles. Hier waren wir doch auch durch. Hier sind wir doch auch durch. Ja. Kann ja nur da dann noch, ne? Ah, vielleicht hier? Nee, aber es ist ja der Falltürschlüssel. Also, das passt nicht. Passt was nicht. Ach, da habe ich den Dings übersehen. Okay, alles klar. Können wir den jetzt hier einsetzen? Und dann blüht der Baum und wir kriegen was? Aufziehschlüssel. Die Göttin Flora wählt die Hüterin ihrer geliebten Blumen mit Bedacht und Vorsicht. Ihre Namen sollen hier verewigt sein. Okay, dann gehen wir da jetzt mal hin und mal. Das war's. Das war schön. Oh. Das mache ich jetzt nochmal. Dann kriege ich die Blume. Auszeichnung erhalten. Für was denn? Ich will es nochmal hören und nochmal hören. Die Blume dachte ich jetzt. Magische Bohnen habe ich bekommen. Okay. Ja. Gut. Ich nehme die Bohne und pflanze mal, ne? Voll die Mega-Bohne. Look! If we climb the beanstalk, we can reach the gate. But we still need to unlock it. Ich hab den Schlüssel doch schon. Mir fehlt noch mein Schlüssel. Nein. I'll go take a look first. I'm sure Prince Ross will join us later. Be careful, Detective. Ja, sind wir. Detective! Help me! Gerda! Wer war das? Und was hat er oder sie mit Gerda vor? Ich weiß nicht. Was ist denn los hier? In dem Mosaik fehlt eine Buntglasblume. Ja. Mensch, Gerda. Ja, die finden wir schon wieder. Wenn man sich die Dinge so betrachtet, ist es offensichtlich, dass einst ein Mädchen in diesem Turm wohnte. Ja, ist das so? Mädchenhaft? Goldenes Ventilrad. Wie kann ich das Fass öffnen? Keine Ahnung. Hier brauche ich ein Emblem in der Form einer Spinne. Habe ich sowas? Nach dem tragischen Tode Königin Melanies wurde dieser Turm errichtet, um die Prinzessin Belladonna darin einzuschließen. Belladonna, all die Kleider und das Spielzeug muss ihr gehört haben. An der Tür fehlt eine Scheibe. Hier? Ah, gut, dass das Kleeblatt da zufällig reinpasst, ne? Und die haben wir angestupst. Ich hege den unangenehmen Verdacht, dass mir das Ding gefolgt ist. Es steht fest, dass dieses Zimmer für ein kleines Mädchen eingerichtet wurde. Doch was... Was... Doch für welches kleine Mädchen? Vielleicht die, die sich verstecken müssen? Hinter dieser Unordnung steckt eine betrübte und gestörte Seele. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken darf. Hinter dieser Unordnung steckt eine betrübte... Ja, alles klar. Gestört. Nur zwei Besucher kommen je in meinen Turm. Meine geliebte Schwester Rapunzel verbringt gerne Zeit mit mir, doch die Arme macht mir Angst. Oh, die Arme. Ja, so ein eingesperrtes Mädchen. Ist diese in schwarz gehüllte Figur die Arme Gotel? Sie sieht wahrlich nicht besonders freundlich aus. Ach, Gotel. Gotel. Noch ein Parabelding. Steinblume? Nee, das sind diese Blumen. Das sind gar keine... Oder? Die Puppe braucht einen Kopf. Können wir der diese Maske geben? Nee, ne? Noch irgendwie, was ist eine Bienenemblem? Das hatten wir schon gelesen. Oh, mir tut das Mädel leid, ne? Gotel, die alte Sau. Auch wenn die Fenster sehr schön sind, sie machen diesen Ort dennoch zu einem Gefängnis. Ja, das ist übel. Das ist wirklich dann ein bisschen, da kann man schon mal gestört werden. Ach ja, so, was mache ich jetzt? Gehe ich mal wieder weg? Nee, ich bleib doch hier oben jetzt. Irgendwas kann ich hier bestimmt noch machen. Ich sehe es nur wieder nicht. Wenn sich was bewegt, muss ich ja auch mal ein Chamäleon-Objekt finden, ne?
Chamäleon-Objekt. Oh. Oh, einfach per Zufall. So. Hier ist noch was. Teegesellschaft. Eine recht einsame Teegesellschaft. Oh, ich mache mit dir eine Teegesellschaft, Kleine. Göttin Flora 3 von 4. In dem Plüschhasen ist gewiss was versteckt. Türklinke in der Buntglasblume. Hm. Können wir das irgendwie aufschnibbeln? Hier ist auch noch nichts, was wir gerade machen können, glaube ich. Hm. Dann können wir schon mal die eine Blume da reinsetzen. Habe ich die andere, habe ich aber noch nicht, oder? Wächterfigur. Nö. Hm, da kommt die Spinne. Das Fass, kann ich das Fass irgendwie öffnen? Mit dem Ventilrad? Nee, das haben wir doch da gefunden. Türklinke? Hm, mit der Biene? Nee. Oh Mann, Tipp. Ach so, hier vorne. Okay. Ja, gut, dann kann ich da die Biene reintun und das ist noch was anderes. Verschlossener Pum. Wächterfigur. Puppenkopf. Den Puppenkopf können wir doch mal. Puppenkopf? Wo bist du? So, komm her, du Puppe. Und ihr fehlt ein Auge. Ja. Wo finde ich denn jetzt das Auge? Vielleicht auch nochmal hier irgendwo in dem Wust. Vielleicht ist das da drin gedingst. Können wir das dann aufmachen? Nein. Dann weiß ich gerade nicht, wo ich das Auge finde. Schmetterling. Hm. Nee, da ist auch nichts. Und wenn ich zurückgehe, vielleicht muss ich ja ganz woanders hin. Warte mal, da war... Habe ich da was... Nee. Ich dachte schon, ich habe was übersehen. Wo soll ich hin? Ach so, da ist noch eine Blume gewesen. Ah, okay. Ich Blindfisch. So, öffne die Tür. Detective! Gerda! Help me! Oh Gott, Gerda. Ja. Oh, das war's schon wieder. Wohin wird sie verschleppt? Ich weiß auch nicht. Da ist der Schmetterling, den wir brauchen. Bei diesem Teeservice fehlen ein paar Dinge. Das ist in der Schublade. Die sieht so aus, als könnte man sie aufmachen. Ja gut, müssen wir noch Sachen hinstellen, das geht jetzt nicht. Um die Tür zu öffnen, brauche ich den Schatz der Meerjungfrau. Königin Melanie und ihre Dienerin Frau Gothe. Das ist Königin Melanie, doch warum wurde das Gesicht der Arme ausgemerzt? Das war bestimmt die Kleine. Ich hasse Gothe. Auf dem Zifferblatt fehlt die 12. Habe ich jetzt aber nicht. Pech. Rapunzel und Belladonna, die königlichen Halbschwestern von Floralia. In keinem meiner Berichte wurde eine Schwester erwähnt. Nee. Von einer Rapunzel-Schwester wissen wir wirklich nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Achso, ich wollte den Tipp gar nicht haben. Ich wollte... Ja, da kann jetzt die Türklinke ran. Ich sollte etwas anderes versuchen. Doch, mach die mal ran da. Genau. Kann man dann nämlich ein Rätsel machen. Und um das kümmern wir uns im nächsten Part von Dark Parables, Rapunzels Gesang. Total schön. Hinterlasst mir einen Daumen hoch und einen Kommentar. Bis dann!